Wenn man das Design nicht anders macht, dann hat man nur die bestehenden Dinge, die man vielleicht etwas weniger schädlich macht. Das heißt, sparen, verzichten, vermeiden, reduzieren. Nein, wir müssen fragen, was ist das Richtige? Und nicht, wie mache ich es richtig? Sonst macht man die falschen Dinge richtig und damit richtig falsch. Das heißt, die Gestaltung des Produktes bestimmt über 90% der Umweltauswirkungen. Darum ist es wichtig, nicht den Kunden am Schluss zu schulen, sondern im Design die Gestaltung so zu machen, dass der Kunde kein Problem damit hat, sondern von vornherein eben anders denkt, anders gestaltet, anders umsetzt. Also die Gestalter sind das Wichtigste. Sie sind nicht länger Behübscher, sondern echte Gestalter. Wir haben jetzt eine junge Generation von Menschen, die einfach auf sich stolz sein wollen. Für die ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Ich nenne sie die Selfie-Generation, ja, die einfach toll sein will. Und jemand, der Müll macht, ist einfach nur noch ein Idiot. Man braucht keine göttliche Schöpfung, man braucht keine Moral mehr dafür, sondern nur ein bisschen Selbstwertgefühl. Und das setzt aber voraus, dass das Design, die Produktgestaltung anders ist. Es geht also nicht darum, jetzt weniger Wasser zu verbrauchen für Rindfleischproduktion. Also wir denken traditionell, es sei Schutz, wenn wir weniger zerstören, verbrauchen weniger Wasser, reduzieren den Energieverbrauch. Das ist aber gar kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. So wie wenn ich mein Kind schützen würde, indem ich es 5-mal schlage anstatt 10-mal. Nein, wir müssen die Dinge anders gestalten. Wir müssen fragen, nicht wie mache ich es richtig zuerst, sondern was das Richtige ist. Also wie kann ich gesunde Ernährung garantieren? Und dann kommen wir auf andere Gestaltungsprinzipien. Das heißt, man verkauft dann ein Produkt zum Beispiel nicht mehr, sondern nur noch die Nutzung des Produktes. Dann kann in einer Waschmaschine anstatt 150 billige Arten von Plastik verwendet werden, nur 3 oder 4 Sorten von Plastik eingesetzt werden, weil der Kunde ja gar nicht mehr die Waschmaschine kauft, sondern nur die Nutzung der Waschmaschine. Das setzt aber ein völlig anderes Design voraus. Was ich möchte, ist eine Kultur der Großzügigkeit, also nicht den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. Also nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, sondern einen großen Fußabdruck zu haben, der aber ein Feuchtgebiet wird. Wenn ich entlang des Rheins spazieren gehe, dann ist jeder Fußabdruck ein kleiner Retentionsraum. Also warum soll ich nicht einen großen Fußabdruck haben? Dann bleibt das Wasser länger in der Wiese stehen. Schauen Sie sich einen Kirschbaum im Frühling an, der spart auch nicht, der vermeidet nicht, der reduziert nicht. Er ist nützlich, er schafft Lebensraum für 200 andere Arten, er reinigt die Luft, er reinigt das Wasser, er stellt Boden her. Dagegen sind unsere Gebäude extrem primitiv. Wir versiegeln sie, machen sie gasdicht, haben im Gebäude schlechtere Luftqualität als draußen. Darum sage ich, nein, lasst uns doch von der Natur lernen, eine Kultur der Großzügigkeit, eine intelligente Verschwendung. Alles ist aber nützlich. In dem Fall beim Kirschbaum geht alles in biologische Kreisläufe. Wir können aber natürlich auch technische Produkte so gestalten wie Waschmaschinen, wie Fernseher. Ich verbrauche die ja nicht, ich nutze die nur, als werden sie zur Dienstleistung. Das nenne ich intelligente Verschwendung. Das setzt aber ein Design voraus, was völlig anders ist als jetzt. Jetzt wird die Plastikflasche ein halbes Gramm leichter gemacht und es werden 2 Elektroautos zusätzlich angeschlossen, aber damit macht man das Falsche nur perfekt. Heute halten die Autoreifen zum Beispiel doppelt so lange wie vor 30 Jahren. Aber die 470 Chemikalien, die in den Autoreifen drin sind, werden jetzt eingeatmet und gelangen in den Fluss. Über die Hälfte von allem Mikroplastik und im Rhein ist Reifenabrieb. Man hat das Falsche perfekt gemacht, anstatt zu fragen, was ist gesunder Abrieb? Wie kann ich die Dinge so machen, dass sie nützlich sind? Das gilt auch für Schuhabrieb oder für Bremsbeläge oder für Waschmittel. Die Dinge, die wir machen, müssen in biologische Kreisläufe zurückgehen oder in technische Kreisläufe. Ich untersuche seit 36 Jahren Muttermilchproben. Es sind 2800 Chemikalien in Muttermilch nachzuweisen. Es gibt keine einzige Muttermilchprobe auf der ganzen Welt, die als Trinkmilch verkauft werden dürfte. Die Grenzwerte werden teilweise das zighundertfache überschritten. Das heißt, das ist eine Designfrage. Das Baby hat noch nicht nach den 2800 Chemikalien gefragt. Ich bin also zunächst mal molekularer Designer als Chemiker. Aber ich schaue mir natürlich das gesamte Konzept an, von der Wiege zu Wiege, also Cradle to Cradle, wie ich es nenne. Und das heißt, dass wir alle Dinge nochmal neu erfinden. Und dafür braucht es eben Gestalter, Leute, die wirklich etwas ändern wollen. Und dann setzt es aber voraus, dass wir fragen, nicht wie wir weniger schädlich sein können, sondern wie wir nützlich sein können. Dafür sind wir natürlich, wir sind viel zu viele
auf der Welt, um nur ein bisschen weniger schädlich zu sein. Wir brauchen positive Ziele. Darum habe ich mich sehr gefreut, dass ich für Visionen in der Jury besonders nachgefragt wurde. Wie wäre es, wenn wir sagen, in 10 Jahren würden wir nur noch Plastik verwenden, was aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre gewonnen wird? Das 1,5-Grad-Ziel ist eigentlich ziemlich blödsinnig, weil es nur die Zerstörung des Planeten ein bisschen hinauszögert. Der zerstört sich doch jetzt schon. Die Permafrostböden verschwinden jetzt, die Gletscher verschwinden jetzt, die Polareiskappen verschwinden jetzt, der Meeresspiegel steigt doch jetzt an. Das heißt, wir müssen handeln, wir müssen es aktiv zurückholen. Wir müssten eigentlich ein Ziel haben, im Jahr 2100 würden wir wieder den Gehalt an Kohlenstoff in der Atmosphäre haben, den es 1900 gegeben hat, 2050 noch den von 1970 aktiv. Und dann können wir das umsetzen. Wenn der Planet langsam zusammenbricht, dann sterben die Nischen mit ab. Wenn es einen schnellen Kollaps gibt, dann könnte sich der Planet aus den Nischen noch regenerieren. Das heißt, wir erreichen eher das Gegenteil. Also lassen Sie uns ein positives Ziel haben. Das setzt aber ein völlig anderes Design voraus. Es setzt voraus, dass wir völlig anders uns ernähren, dass wir fragen, was ist gesundes Essen? Wenn ich Rindfleisch verspeise, nehme ich nicht mal 20% des Eiweißes auf. Wenn ich Algen verspeise, nehme ich über 80% des Eiweißes auf. Das heißt, alles nochmal neu zu erfinden. Alle Dinge, die eben verschleißen, müssen für die Biosphäre geeignet sein. Alle, die nur genutzt werden, gehen in die Technosphäre. Ich brauche doch keinen Fernseher. Ich brauche doch nur Fernseh gucken. Ich brauche kein Mobiltelefon. Ich brauche keine Waschmaschine. Ich brauche nur saubere Wäsche. Dann kann der Hersteller viel, viel bessere Materialien einsetzen und es können echte Kreisläufe geschlossen werden. Dafür sind Designer entscheidend. Das Design bestimmt, was das Produkt in Zukunft kann. Nicht am Schluss den Menschen irgendwie noch etwas beizubringen, wie sie sich verantwortlich zu verhalten haben. Das Produktdesign bestimmt das. 95% der Menschen benehmen sich gut, wenn man ihnen die Chance dazu gibt. 95% der Menschen benehmen sich barbarisch, wenn sie Angst haben, wenn sie sich unsicher fühlen. Darum ist die Grundbotschaft, die Menschen als Chance zu begreifen, nicht als Belastung. Zu sagen, schön, dass du da bist und nicht kannst du 10% weniger Schwein sein. Und dafür ist der Designpreis entscheidend, weil man damit zeigen kann, wie die Zukunft aussieht. Ich bin, glaube ich, der größte Fan von Herrn Schulze-Hausmann. Ich mag Leute, die wirklich nicht resignieren, die wirklich gestalten, die Dinge ändern wollen, die fragen, warum nicht. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir auch in der Krise schauen, wie sieht das Design einer Veranstaltung aus, dass wir die wesentlichen Inhalte rüberbringen können, die Dinge erklären können. Darum habe ich mich ganz und gar gefreut, dass dieser Preis nicht abgesagt wird. Denn die Klimaveränderung, der Treibhauseffekt, die Zerstörung des Planeten stoppen nicht deshalb, weil wir gerade eine Pandemie haben. Wir verlieren durch Feinstaub 5,5 Jahre Lebenserwartung, durch Corona bis Jahresende etwa 8 Tage. Das heißt, wir verlieren 5,5 Jahre an Lebenserwartung. Das heißt, es wird doch höchste Zeit, an die 5,5 Jahre Lebenserwartung auch zu denken. Im Moment ist die Luftqualität in einem Gebäude etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. 40% unserer Häuser haben Schimmel. Ich habe die Kindergärten einer kleineren Stadt untersucht, 16. Wenn die draußen wären, müssten sie alle geschlossen werden, weil die Feinstaubgrenzwerte drastisch überschritten werden. Das heißt, es gibt vieles zu handeln und darum gibt es leider für Umweltschutz keine Pause, nur weil es gerade Corona gibt.